Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe diese Woche so viele wichtige Dinge für die Schule gemacht. Deswegen sind hier irgendwelche Fakten, die ihr euch aber nicht merken müsst. Sollen wir das wirklich machen? Hier sind 16 lustige Fakten über die Bibel und ich wette, ihr wisst nach dem Video höchstens zwei? Eine? Auf jeden Fall nicht alle. Erstens, über 100 Millionen Exemplare der Bibel werden jedes Jahr verkauft. Zweitens, 1631 veröffentlichte ein Verlag eine Bibel mit dem Tipp, du sollst Ehebruch begehen. Nur 9 dieser Bibeln, bekannt als die Sündenbibeln, gibt es heute noch. Drittens, die Bibel wurde in 532 Sprachen übersetzt. Die King James Bibel enthält 788.258 Wörter, 31.102 Verse, 1.139 Kapitel und 66 Bücher. Fünftens, der kürzeste Vers der Bibel ist Johannes 11,35, der besagt, Jesus weinte. Im Englischen ist das längste Wort in der Bibel Jesaja 8,3. Siebtens, während es über 1000 Jahre gedauert hat, um das Alte Testament zu schreiben, wurde das Neue Testament innerhalb eines Zeitraums von 50 bis 75 Jahren geschrieben. Achtens, China ist nicht nur das größte Produzent, China ist nicht nur der größte Produzent von Textilien und Industriegütern weltweit, sondern auch der größte Produzent von Bibeln. Neuntens, die Bibel hat mehr Songtexte inspiriert als jedes andere Buch. Zehntens, die Bibel ist das häufigst gestohlene Buch der Welt. Wahrscheinlich, weil es so in den Hotelzimmern und Gotteshäusern erhältlich ist. Die Bibel findet auf 3 Kontinenten statt. Asien, Afrika und Europa. Zwölftens, die Bibel ist das meistverkaufteste Buch der Geschichte. Mit einem Gesamtverkauf von über 5 Milliarden Exemplaren. Viertens, der in Polen geborene Schriftsteller Josef Konrad lernte Englisch, indem er Seiten einer Bibel las, bevor er sie herausriss und zu Zitaten rollte. 15. Das letzte Wort in der Bibel ist Amen. Also Amen. Tut mir leid. 16. Fast alle Bösewichte in der Bibel haben rote Haare. Grüße gehen raus an Erik. Okay Leute, seid ehrlich. Wie viele Fakten wisst ihr noch? Schreibt in die Kommentare, wie viele sinnlose Fakten ihr noch wisst. Schön, dass du dabei warst. Ich bin froh, dass jetzt Wochenende ist. Nächste Woche geht's dann weiter, ne? Ah, und genau, und was ich noch sagen wollte, ist, dass nächste Woche auf jeden Fall das Musikvideo mit Isabel rauskommt und da auch was zu gewinnen. Wenn ihr bei diesem Video was gewinnen wollt, dann, was soll ich da sagen? Was soll man da? Bei dem Video gibt's nichts zu gewinnen. Doch! Nein, erst hat er ja auch gesagt. Du hast doch bisher, du hast doch nur gesagt, dass du die nächste... Ihr könnt einen 20€ Amazon-Gutschein gewinnen, wenn ihr uns abonniert beim nächsten Video, oder ihr könnt auch jetzt schon abonnieren, aber wenn ihr uns abonniert, wenn ihr ein Like da lasst und wenn ihr 3 Freunde in den Kommentaren erwähnt. Also, schönes Wochenende euch, viel Spaß noch, aber nicht zu viel. Der Gewinner wird auf Instagram und im übernächsten Video dann erwähnt. Herzlichen Glückwunsch schon mal zum Voraus.